Nur die eine? Hätte ich ja fast schon nicht geglaubt hier. Wow! Au! Wie kannst du mich bitte da? Ich war da weit, weit weg, ja? Als ob ich nicht schon genug infiziert wäre und überhaupt hier so ein auf den Deckel gekriegt habe. Okay, ich glaube, ich sollte standardmäßig einfach zukünftig Honig einmal mitschleppen. Nur so fürs Gefühl. Krieg ich einen Reifen? Nee. Aber Plast ist auch okay. So, also raus komme ich jetzt schon mal. Jetzt haben wir ja schon fast alles geschafft, oder? Gucken wir mal. Was bist du denn für einer? Du scheinst ein... Nee, ein bisschen normaler noch. Nee, doch wahrscheinlich nicht. Oha. Einmal fallen da. Tatsächlich. Wow, da kommt der nächste. Nein, nein, nein. Der lebt immer noch. Vielleicht habe ich wieder ein Ausdauerproblem. Ich sehe das hier schon. Nein. Gibt es mir hier keinen auf dem Deckel? Hey, wo ist mein Klingelbeutel? Das wäre ja wohl hier mal eine vernünftige Entlohnung, finde ich. Hallo? Antibiotikum. Nein. Natürlich nicht. Okay, da ist nochmal ein Ausgang. Okay, vorne komme ich jetzt auch schon mal raus. War es das schon? Nein, natürlich nicht. Hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert, muss ich sagen. Ist hier nichts Cooles, Verstecktes? Nö, natürlich nicht. So, ich glaube, ich gehe schon mal mit Anschlag hier rein. Hatte ich die nicht vorhin geladen? Egal. So, Leute. Erwartet mich jetzt hier? Ich gehe mal nach unten. Keine fiese Matenten hier. Habe ich wenigstens alle wach gemacht. Oh, oh, das war eine gute Idee. Nein, 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 nicht Schmerzmittel jetzt hier. Okay, ich bin noch nicht durch. Gucken wir mal, wer oder was hier noch kommt. Gehen wir erstmal ins Bad. Das ist am harmlosesten. Ich glaube, da hinten geht es weiter. Also gehen wir doch mal nach da hinten. Oh, wie cool ist das denn? Natürliches Antibiotikum. Also, Leute, wenn das kein Zufall ist. Fertigung von Bögen. Da legen wir auch mal. Kein Mensch. Das war jetzt aber mal Wink des Schicksals, würde ich sagen. Jetzt kann die Party ja weitergehen. Ich komme. Oh, und eine Schmerztablette. Perfekt. Kann ich mich gleich was trinken, da ich ja denn eh hier kurz vorm Austrocknen bin. Also ich würde mal sagen, läuft sich so ein, lohnt sich so ein befallenes Questgedöns hier gut anzunehmen. Ich habe das Gefühl, jetzt kommen mir hier einige entgegen. Wow, 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 wow. Jetzt hier aber raus. Nein, 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 nein. Schneller, schneller.
Wow, 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 wow. Nein, 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 nicht explodieren, nicht explodieren, nicht explodieren. Wow. Wow. Hilfe. Alter Schwede. Bin immer noch nicht durch. Willst du mich verarschen? Klingelbeutel. Meiner. Okay. So, was kann ich davon entbehren, das da? Und ich bin noch nicht mal beim geilen Stuff angekommen. So. Okay, das ist die Küche, ja. Warten wir nochmal ab für den Fall, dass ich hier nochmal einen auf den Deckel krieg. Was bist du eigentlich? Lehm. Okay. Kann ich hier noch irgendwas... Komm, Kochgrill. Kann ich wahrscheinlich mittlerweile selber herstellen sogar. Man muss ja nehmen, was man kriegt, nicht? Hallo. Da steckst du und ich habe wieder meinen Bug. Da ist immer noch irgendwo wer. Da. Jawoll! Oh, wie cool! Finde mir Dukes im Beute. Ich komme. Hunger habe ich. Durst habe ich. Mal wieder benutzen. Den packen wir mal gleich hier in unseren Helm. Den kann ich nämlich auch versifftes Wasser trinken. Oh, toll, toll, toll. Trinken wir das doch mal. Ich hoffe, das erzeugt jetzt keinen Durchfall. Sieht gut aus. So, gucken wir mal, was an den anderen Sachen drin ist. Ich bin überladen und ich habe viel zu wenig Platz. Dann trinken wir hier nochmal und machen den dann auch leer. Okay. Gut, dann machen wir uns mal die anderen Sachen. Ja, okay. Das haben wir. Boah, das hat mal richtig gelohnt. Ich glaube, ich sollte öfter solche Quests machen. Fertigung zur Fahrzeugfertigung. Ja, cool. Elektrische Handfertigungs-Dingsbums. Dafür habe ich natürlich wieder mal keinen Platz. Ja, komm. Ich brauche den Platz ja eh. Und... Knüppeln, jawohl. Und hier haben wir nochmal Fahrzeug. Also ich muss sagen, die Punkte haben sich doch schon mal gelohnt. Jetzt nehme ich die hier nochmal auf. Nein, das sind jetzt Pflastersteine. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht erhofft. Ich würde sagen, das war erfolgreich. So, schneller Ausgang. Kulomat. Und wieder zurück. Da muss ich hin. Oh, guck, da holt. Bringt mir wer die Post. Schon kaputt. Hält ja nicht allzu viel durch hier. Die sind noch am Pennen.
Verkehr. Nachtpusher. Verbandsstahl oder Feueraxt. Die habe ich tatsächlich noch gar nicht. Ah, finde ich jetzt nicht so wichtig. Stahl würde ich tatsächlich viel cooler finden. Weil da habe ich noch so gar nichts von. Ich nehme mal Stahl. Oh, brauche ich zwei? Stahl. Ah ja, Tokens. So, hau raus. Stufe 3. Was haben wir denn? Beseitige. Abholen und säubern. Ist am nächsten. Ja, nehmen wir das. I've got work. If well, good luck. By the looks of it, you're gonna need it. Dann würde ich sagen, zischen wir mal wieder ab. Wo ist die Quest? Da unten sogar. Eieiei. Ja, wir nähern uns Stufe 3 an. Man merkt da schon einen Unterschied. Ich würde ja eigentlich fast sagen, erstmal ab nach Hause und dann zum Lootpunkt. Beziehungsweise eigentlich müsste ich ja nebenbei auch noch mal so ein paar Bäumchen fällen. Brauche ja immer noch Holz. Gucken wir mal, was uns nebenbei hier noch so vor die Füße läuft. Ist was? Wir nehmen die Samen einfach mit, dann kann ich mehr Bäume bei mir bauen. Dann habe ich es nachher nicht so weit. Pium, pium. Das packen wir hier erstmal rein. Den Hasen habe ich mal gekonnt ignoriert. Dann schauen wir mal, was jetzt hier für ein Gebäude auf mich wartet. Auf jeden Fall eins mit Hunden. Bäh. Aber hier gibt es einen Baum. Und wenn ich gleich ganz viel Glück habe, noch. Wo ist denn hier der Stamm? Da. Gibt es hier irgendwas zum Verwerten? Hallo. So, 18 Uhr. Fahrzeug quetschte. Ich würde mal sagen, ich muss mich einen Ticken sputen. Okay, gar nicht so klein. Schauen wir mal, welches ist denn genau. Dass das große ist. Naja, sagen wir mal so. Allzu klein ist es tatsächlich nicht. Weil es natürlich mitten in der Stadt ist. Oh, das ist. Okay, der ist das. Aber der ist, glaube ich, mit der Polizei verbunden. Ja. Okay, der wird nicht ganz so easy, gerade da Cops mit drin sind. Und da habe ich auch keine Zeit, den zweimal zu looten. Das weiß ich jetzt schon. Dann packen wir schon mal die ersten Sachen, die wir nicht brauchen, weg. Und nehmen das einfach mal direkt an. Hallo? Ey, früher musste man hier rein. Ist das nicht mehr so? War mir doch so. Guten Tag. Au. Ist die tot? Nee. Wenigstens ein Klingelbeutel.
Schade, dass hier keine coolen Waffen hängen. So, jetzt sind hier natürlich haufenweise Zombies verteilt. Ah, schon so ein Krabbelfutzi. Unangenehm, diese Viecher hier. Schnell wegmachen. Eigentlich hätte ich gedacht, das wäre ein Zombie, aber das ist, wenn man hier so drüber latscht. Genau, über diese Dinger. Man macht Krach und da kommen mal welche. So wie der da. Also es wird uns hier öfter passieren, dass hier mal eben so Zombies von oben runterkommen. Kommt hier gleich ein Klo und da sind Bauarbeiter drin. Ja, oder da. Cool, die hauen sich gegenseitig um. Hey, komm mir hier nicht zu nahe, ja? Oh, Hopfensamen, ganz toll. Das braucht man ja auch. Das ist immer irritierend mit den verschiedenen Farben. Früher wusste man genau, was hat man denn da jetzt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ein Motor, natürlich. Das ist der Notausgang. Ich bastel mir mal einfach ein. Eigentlich hätte ich gedacht, ist hier einer, aber wenn er hier nicht ist, ist er da. Eigentlich erwartet, ja. Und natürlich gleich ein Biker. Brenn doch mal, ey. Nicht mir hier ein schweres Leben machen. Ach ja. Sieht erstmal harmlos aus, aber der richtige Spaß fängt jetzt erst an. Cool zu essen. Kaffee, perfekt. Oh, und noch zwei Kochtöpfe. Da ist schon der erste. Das ist jetzt hier das Büro. Hier sind alle möglichen Leute. Hier sieht man sie alle nicht. Das geht nur in Etappen. Na gut. Okay, das ging jetzt schnell. Okay. Genau, das war so. Da war auf jeden Fall der geile Stuff drin. Hier war ein Klo. Die müsste eigentlich. Oh nee, jawohl. Da ist der richtig geile Stuff drin. Und da hinten links ist nochmal der geile Stuff. Na, mal gucken. Hinten rechts war beim Kopf mal früher gewesen. Also diese Aktenschränke, die lohnen sich jetzt mal richtig. Ich glaube, der Kopf ist wach geworden.
Oder ich habe hier noch so einen Touristen oder so. Dickes Baby. Nein, es ist der Kopf. Dann haben wir den dieses Mal halt doch erwischt. Ach guck, der Tresor da hinten ist, glaube ich. Ah! Das gute Zeug. Aber ich muss mich beeilen. Oh nein. Das machen wir nachher. Musst du sehen, dass ich den anderen Raum da gleich noch gelootet krieg. Obwohl, warte mal, lass mal die. Das ja auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Dann machen wir uns jetzt mal hier an den Raum. Da oben sind die nämlich. So. Viel Zeit habe ich nicht. Oh nee, echt jetzt? Boah, ich muss jetzt hier die Tür aufmachen, damit sie mich dann hier umnieten. Wo ist der Schlüssel? Hä? Wo macht man den denn auf? Oha, das ist jetzt aber... Wo mache ich den denn auf? Oh, das ist neu. Das ist unfair. Das ist Panzerglas. Da brauche ich mir schon mal keine Sorgen machen. So, nein, ich hätte hier aufmachen müssen. Naja. Dann kann ich mir ja auch Zeit lassen. Das hier erstmal. Nee, ne? Wird mir jetzt wahrscheinlich erst. Ja, genau. Schön in die Falle tappen. Aha. Na gut, wenn die das so wollen, dann machen wir das halt. Ist ja nur Nacht. Du kannst da noch ein bisschen vor dich herkloppen. Hier machen wir sicherheitshalber einfach mal die Tür zu. Oh nee. Kann ich die Tür zumachen? Nein, natürlich auch nicht. Wahrscheinlich schließe ich mich dann einfach da hinten ein. Habe ich noch eine Waffe oder sowas? Nee, habe ich nicht. Ja, auf wie ins Getümmel, würde ich mal sagen, ne? Wird schon schief gehen. Hat ja keiner gesagt, dass ich nicht vorher noch was looten kann. Ist ja Nacht, ich kann ja nicht mehr. Uah. Nein, nein, nein. Oh. Wo kommt ihr denn alle her? Wie unfair ist das denn? Boah, das ist neu. Ihr seid ja... Boah, sowas von fies. Haben wir sie denn jetzt wenigstens alle, ja? Danke auch. So, gestauchter Arm. Was könnte ich denn... Ja. Verstaucht. Super. Kann nichts dagegen machen. Meine Gesundheit ist verringert. Und auch sonst geht es mir blendend. Naja, dann kümmern wir uns mal um unserem Loot. War doch insgesamt erfolgreich, würde ich sagen. Trotz eines verstauchten Arms, aber hey. Der kommt auch wieder. Und nochmal Fahrzeuge. Muss ich langsam gucken, was ich davon aussondieren kann. Erntewerkzeuge. Und Steinaxt austauschen gegen meine andere Steinaxt. Robotik. Und jetzt sind wir wieder in der Situation, was könnte ich denn noch wegschmeißen? Ich muss auf jeden Fall noch so eine Kiste hier aufmachen.
Boah, mit dem ersten Dietrich. Cool. Okay, Arbeitsstation, ja. Speere auch schick. Diesen Mod kann ich auf jeden Fall in einen meiner Sachen placken. Ja. Ich habe ein kleines Platzproblem. Was zu essen? Kürbis. Ja, komm. Wird völlig überbewertet. Das kriege ich auch noch mal irgendwann wieder. War das doch mal ein gelungener Auftakt? Würde ich sagen. Dann können wir jetzt an die richtigen Sachen, noch an den anderen. Und da war ja auch noch ein Tresor. Und hier waren wir ja auch noch nicht ganz durch, meine ich. Das haben die auf jeden Fall auch noch mal etwas angepasst. Früher waren das einfach nur langweilige Schränke. Haben sie schon echt Mühe gegeben. Essen wir auch gleich, dann ist das weg. Guck mal, der Zombie. Naja, hat es doch irgendwann dann mal aufgegeben. Und jetzt können wir hier immer noch nicht. So. Boah, was ist das denn? Ja, nee. Das ist jetzt hart. Nee, das machen wir mal so. Habe ich jetzt schon alles gelootet? Schade, ich dachte, da kommt mehr. Ja, den habe ich. Jetzt hatten wir noch den Tresor hier drüben. Nein, muss es echt aufklopfen. Okay, Leute, das erspare ich euch jetzt. Ich klopfe das jetzt mal in der Zwischenzeit auf. Und bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ja, ich würde mich über ein Like freuen und auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also, eure Bora. Bis dann.